Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Teil des Winterprojekts 2017, jetzt 2018. Heute wird es erstmal das Kosmetische, heute geht es um Plastiks und Dekor. Aber bevor wir loslegen, spielen wir erstmal ein Intro. I could do this all day, I could do this all night, all month, all year, for my whole entire life. Who you know got a home, but seen to live on the road, looking like a black gypsy in a caravan of rose. Music for the people, I used to rap on the train, now I rap on the stage. Ein paar Sekunden später. Bevor wir loslegen, möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen, mich bei jemand Besonderem zu bedanken, und zwar André Uhlmann von 16 Media bzw. vom KTM Team West hat mir eine kleine Überraschung zukommen lassen, und zwar diese tolle Hals-Neck-Gerät hier von KTM. Der hat noch ein paar andere Sachen zugeschickt, und zwar so Schlüsselanhänger und einen Gutscheincode für eine Online-Bestellung. Und vor allem hat er aber sich noch um ganz andere Sachen gekümmert. Ich habe da hinten einen hübschen Kalender bekommen für 2018 von KTM Original. Und darum ging es dann mir nachträglich ursprünglich. Und zwar diese kleinen Buchsen, die ich für meinen neuen Auspuff brauche. Die hatte ich nicht, die hat er mir besorgt. Wunderbar. André, vielen, vielen Dank dafür. Für alle, die ihn nicht kennen, ich verlinke seinen Instagram-Account direkt hier unter dem Video. Guckt mal vorbei bei ihm, ist ein cooler Typ, und seine EXC 500 2018er Modell, absolut geiles Motorrad, unbedingt angucken. 3 Stunden später. Denkst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder auf. So, los geht's jetzt mit den neuen Plastiks. Ich weiß nicht, ob ich es überall schon erwähnt hatte, aber die neue Farbe wird schwarz. Ich habe ein komplett neues Plastik-Kit bestellt bei 24MX von Racetech. Das war vor Weihnachten im Angebot. Und dazu kam noch, dass die, glaube ich, 15% zusätzlich auf alles noch angeboten haben. So hat das komplette Plastik-Kit irgendwie ein bisschen mehr als 100 Euro gekostet. Also super günstig. Wir haben Gabelschützer, wir haben einen Enduro-Kotflügel, den ich sehr wahrscheinlich nicht benutzen werde. Wir haben das Heckteil, wir haben die Seitenteile, und darum geht es in allererster Linie, die Kühler-Fender-Kotflügel-Geschichte, die jedenfalls sind, was an der Seite an den Tank gehört. Das erste, was ich erstmal noch sagen muss, ist, alles, was ich jetzt hier bekommen habe, nicht davon, dass irgendwie gesponsert oder so, also das habe ich alles selbst gekauft. Und das erste, was wir machen, ist alles ein bisschen säubern. Was ich dafür nehme, man könnte so Pre-Decal Cleaner nehmen. Was ich ganz gerne mache, ist einfach heißes Wasser und ein Mikrofasertuch die Oberfläche quasi abentfetten und vor allem von Staub, sag ich mal, den Staub darauf entfernen. Ja. Los geht's. So, los geht's jetzt mit den sauberen Teilen. Ich habe mir mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich einen Heißluftföhn am Start. Solltet ihr mit keinen Heißluftföhn machen, könnt ihr das natürlich auch mit einem normalen Haarföhn machen. Das dauert dann halt alles insgesamt ein bisschen länger, weil der nicht ganz so heiß ist. Aber ist auch deutlich ungefährlicher. Denn so ein Heißluftföhn, wenn du den mit 2000 Watt laufen lässt, hat er einen entscheidenden Nachteil, und zwar wird er so heiß, dass das Plastik schmelzen kann. Das ist für alle, die mein Rücklicht schon mal gesehen haben, mir an meinem Rücklicht mal passiert, und da ist direkt was weggelaufen und danach sieht es total katastrophal aus. Soll heißen, wenn ihr einen Heißluftföhn benutzt, seid sehr vorsichtig. Ihr könnt aber auch einen ganz normalen Haarföhn-Trockner benutzen, das ist ja kein Problem. So, los geht's jetzt mit dem Dekorbogen. Ich weiß, ich wollte es eigentlich vorher nicht zeigen, aber das ist ein Teil erstmal des Dekors. Ich muss es euch ja zeigen, sonst kann ich das Video hier nicht machen. So, der Vorteil an dem Dekor hier ist, und zwar für dieses Heckteil, dieses hier, ist es so, dass das in der Mitte relativ flach ist und außen nochmal so einen Bogen macht auf beiden Seiten. Und bei meinem alten Dekor war das so, dass das hier alles ein Teil war und dass das relativ schwer zu verkleben war. Hier ist das ein bisschen besser gelöst, und zwar ist es so, dass beide Außenteile einzeln sind und das Mittelteil auch ein einzelnes Stück ist. Was ich jetzt als erstes machen werde,
Ich mache das Ding warm. Ich versuche es so gleichmäßig wie möglich von der Unterseite aus anzuwärmen, dass das ganze Plastikteil so eine Grundwärme von 40, 50 Grad hat. Man kann es auch in den Ofen packen, aber dieses Teil ist etwas zu groß dafür. Grundsätzlich würde ich empfehlen, Dekor zu verkleben am Motorrad. Da mein Motorrad aber zerlegt ist, kann ich das leider nicht machen. Warum würde ich das empfehlen, kann ich euch sagen, weil so ein Plastikteil hier auf dem Schoß natürlich sich bewegt und sich hin und her, wisst ihr, also du hast halt keine Möglichkeit, dass das fest ist. Und deshalb, wenn es am Motorrad ist, dann hast du es halt da dran und dann kannst du dich vernünftig darauf konzentrieren, es zu kleben, ohne dass du das scheiß Plastikteil festhalten musst. Ja. Wir fangen jetzt trotzdem mal an, und zwar damit, dass ich das Plastikteil erhitze. Und dann fangen wir mit dem Mittelteil an, dann mache ich es nochmal warm, dann machen wir den äußeren Teil, dann mache ich es nochmal warm und dann machen wir den zweiten äußeren Teil. Und währenddessen erkläre ich so, auf was so zu achten ist, wenn man ein Dekor verklebt. So, los geht's. Wenn ihr einen Heißluftfilm benutzt, nehmt die unterste Stufe, nicht die große Stufe. Sonst, wie gesagt, schmilzt euch das Plastikteil weg. Wenn ihr den Heißluftfilm ausmacht, da vorne diese Blechte, das ist unheimlich heiß. Ich habe, als ich das im letzten Jahr gemacht habe, mir meinen Teppich damit versenkt. Also achtet drauf, dass ihr das nicht irgendwo hinpackt, wo es irgendwie Schäden anrichten kann oder wo irgendwas verbrennen kann. So, jetzt haben wir hier so ein warmes Plastikteil. Das hat so, ich würde sagen, so locker 50, 60 Grad. Und ich gucke mir immer die Oberfläche nochmal vorher an, ob irgendwie was Fettiges zu sehen ist, irgendwelche fettigen Fingerabdrücke oder so. Und wenn das nicht ist, dann könnt ihr anfangen, das Dekor zu kleben. So, das Schöne, wie ich schon gesagt habe, hieran ist, ich kann jetzt einfach das Mittelteil abziehen. So. Und nur das Mittelteil jetzt hier verkleben, ohne dass ich da irgendwie Schwierigkeiten bekomme. Ich würde euch empfehlen, grundsätzlich von einer Seite anzufangen, euch das anzulegen und dann zu gucken, wie lang das Teil am Ende ist, dass ihr das nachher auf einer Flucht habt, sonst sieht es total beschissen aus. Jetzt habt ihr gerade gesehen, ich habe es gerade aus Versehen angeklebt. Wenn das Teil warm gemacht ist, dann ist es einfacher, das Dekor wieder abzuziehen. Worauf ihr achten solltet, ist, dass ihr den hinteren Teil vom Dekor immer festhaltet, dass ihr den nicht vorher schon andrücken könnt. Warum mache ich das? Damit wird vermieden, dass ihr quasi, dass das Dekor vorher schon das Plastik berührt und dementsprechend auch keine Blasen entstehen. Also man hält es hinten hoch, so wie ich es jetzt hier mache. Ich halte es hinten hoch und streiche von hier an quasi das Dekor ist ja wie ein Aufkleber, den Aufkleber der Richtung nach rauf mit dem Finger. Den mache ich vorher so ein bisschen nass, kann man mit der Spucke machen, wenn man so ist wie ich, oder man nimmt halt Wasser, kann man ja auch so machen, oder gibt auch so eine wie so ein kleiner Socke für den Zeigefinger, dass man besser über das Obermaterial rutschen kann. Dadurch klebt es nicht so, ist nicht ganz so anstrengend und dann tun eben die Finger nicht so weh hinterher. So, der erste Teil ist damit erledigt. Was man auch machen kann, ist von hier aus über das Dekor nochmal drüber gucken, ob man irgendwelche größeren Luftblasen eingeschlossen hat. Sollte das so sein, kann man so eine Luftblase entweder mit einer Nadel einstechen und versuchen, die Luft rauszudrücken, oder wenn es frisch verklebt ist, so wie jetzt, kann man das Dekor auch nochmal ein Stück abziehen und nochmal neu drüber ziehen, um zu gucken, dass man die Luftblasen halt minimiert oder rauskriegt. So, ich zeige euch das jetzt mal in einer Nahaufnahme. Ihr seht, keine Luftblase. Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, also das habe ich auf jeden Fall auch schon mal schlechter gemacht, also das ist total okay. Was ich jetzt aber habe, ist, dadurch, dass ich hier die ganze Zeit angefasst habe, ich habe jetzt hier wieder Fettfinger drauf. Bevor ich also das nächste Teil mache, würde ich hier erstmal nochmal abwischen. Soweit der Plan, los geht's. Das Ganze wieder fettfrei. Ihr seht, es glänzt, das ist wunderbar. Es ist glänzender Kunststoff, keine Fettfinger drauf, nix. Jetzt mache ich das Ganze nochmal warm und nachdem ich es warm gemacht habe, kleben wir diesen Teil des Dekors auf.
wieder darauf achten, wenn er den Heißluftföhn irgendwo hinpackt, dass da sich quasi nichts versengen kann. Ja, jetzt geht's weiter mit dem rechten Teil. Wir ziehen das wieder hier ab. Packen wir uns das Ganze auf den Schoß und hier wird es ein bisschen interessanter, weil das Teil selbst relativ lang ist. Muss man halt gucken, dass das alles gut in der Flucht ist. Sonst sieht das komplette Teil nachher beschissen aus. Jetzt sieht man hier hinten schon an diesem Red Bull an dieser Red Bull Aufschrift, dass ja der Sticker quasi von dem Teil in der Mitte auf das Teil außen übergeht. Da muss man halt gucken, dass die Schrift und die Logos so halbwegs übereinander sind. Sonst sieht nachher richtig doof aus. Das wollen wir natürlich nicht. So, hier wieder das gleiche. Ich halte das so hoch, dass ich quasi das direkt von hier aus aufs Plastik streichen kann, ohne dass es vorher berührt. Dann hat man auch keine Blasen drin. So, das ist jetzt der erste Teil und jetzt kommt die andere Seite dran. Aber so bin ich schon mal sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Wenn ihr sowas habt wie diese Kante hier, falls ihr die jetzt gerade da sehen könnt, hier macht das Plastik so einen Bogen. Das habt ihr jetzt gerade vielleicht gesehen, ich will es nur nochmal erklären. Wenn ihr sowas habt, müsst ihr nochmal abziehen, falls ihr das hier unten nicht drauf gekriegt habt. Und dann müsst ihr anfangen, an der Kante entlang zu kleben. Also hier muss es zuerst kleben und dann streicht man es halt von der Kante weg in beide Richtungen separat weg. Und dann muss man es hier hinten nochmal warm machen, dass es dann passt, weil sich natürlich das Dekor so ein bisschen stretchen muss. Sonst kriegt man es nicht vernünftig drüber gezogen. Und die andere Seite wird wieder sauber gemacht und abgetrocknet. So, haben wir also wieder eine fettfreie, saubere Oberfläche. Die wird jetzt wieder warm gemacht und dann kommt der letzte Teil, der hier raufgeklebt wird. Und dann sind wir schon fertig mit dem Heck. Das ging dann relativ schnell, ich sag mal so halbe Stunde, 20 Minuten, halbe Stunde für einen Teil. So, worauf wir jetzt natürlich achten müssen, ist, dass der Abstand von dem Aufkleber, der jetzt hier drüben raufkommt, genauso groß ist wie der Abstand zwischen den beiden hier. Mir ist jetzt im Nachhinein aufgefallen, ich hätte das hier ein bisschen näher ran machen können, aber dann hätte das hier außen nicht so gut ausgesehen. Und eins habe ich über die Jahre gelernt, Dekor passt nie zu 100%, irgendwie so richtig 100%ig ist das nie so mega geil. Aber wenn man es, sag ich mal, auf beiden Seiten symmetrisch verklebt, dann ist man schon auf der sicheren Seite, was das Endergebnis angeht. Und ich denke mal, das wird hier schon ganz gut werden, wenn wir damit fertig sind. Wie gesagt, jetzt nur noch darauf achten, dass der Abstand zwischen dem und dem hier genauso groß ist wie zwischen dem und dem. Sonst hat man hier unterschiedlich große Schlitze in der Mitte und es sieht dann wirklich doof aus. Bevor ihr die Kante andrückt, würde ich euch empfehlen, das nochmal warm zu machen. Insgesamt ist das mit der Temperatur relativ wichtig bei so einem Dekor. Häufig ist es so, dass die Kleber, die verwendet werden, wärmeaktiv sind, was so viel heißt wie, dass wenn die verklebt werden, wenn sie warm sind, weshalb ich auch das Plastik warm mache, dann kleben die insgesamt besser und härten schneller aus, was am Ende zu einem deutlich besseren Ergebnis führt. So, so sieht also das Heckteil jetzt fertig dekoriert aus. Was mir jetzt zum Schluss aufgefallen ist, ich werde es jetzt aber nicht nochmal neu machen, ist, ich habe die Seite ein kleines bisschen zu weit unten geklebt, was dazu führt, dass die Kante hier nicht so richtig sauber ist. Wenn mir das auf den Sack geht, schneide ich es weg. Das fällt nachher nicht auf. Was ihr jetzt noch bisher noch nicht wusstet, ist, dass ich das hier sofort wieder kaputt machen muss, denn hier hinten kommt meine Standbar heraus, was so viel heißt, wie ich muss hier sowieso noch was ausschneiden und dementsprechend wird das nachher eh nicht auffallen, ob das hier so 100% symmetrisch ist. Aber jetzt habt ihr mal so einen Einblick, so ungefähr, wie es aussieht, wenn man ein Dekor verklebt. Eins kann ich euch vorab schon mal sagen, das ist eine totale Scheißarbeit. Also so richtig Spaß macht das nicht. Eine Ewigkeit später.
So, als die Kamera aus war, habe ich so ein kleines bisschen weitergemacht. Und zwar habe ich den Luftfilterkasten schon fertig gemacht und die beiden Seitenteile. Als nächstes sind die Kühlerspoiler dran. Ich habe ganz bewusst die Kamera ausgelassen, weil ich so natürlich etwas mehr geschafft habe. Ein paar Tipps wollte ich euch noch geben. Und zwar, wenn ich euch eins sagen kann, was auf jeden Fall gut funktioniert, warte mal, Kamera, dann ist es der Tipp, lasst euch Zeit. Niemand hetzt euch, nehmt euch die Zeit, das Dekor auch nochmal ein Stück abzuziehen, nochmal ein kleines bisschen mehr mit dem Föhn drüber zu gehen, nochmal die letzte Blase auch noch rauszukriegen, weil das Ergebnis am Ende, ich weiß nicht, also bei mir bleibt sowas mindestens ein Jahr drauf und ich ärgere mich die Platze, wenn das scheiße aussieht nachher. Deswegen lasse ich mir mal ein bisschen mehr Zeit und gucke, dass das am Ende wirklich ein gutes Ergebnis wird. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass Dekor nie so hundertprozentig passt. Das ist auf jeden Fall so, dass egal von welchem Hersteller das kommt, also ich habe das schon von relativ vielen verschiedenen Anbietern verwendet und habe schon relativ häufig Dekor geklebt. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass die Passform, also so wie das ausgeschnitten ist und so, wo die einzelnen Löcher sind, wie beispielsweise hier diese Löcher im Luftfilterkasten, die passen nie hundertprozentig. Du wirst immer irgendwie ein bisschen was ziehen müssen und ein bisschen das Dekor erwärmen und so ein bisschen stretchen. Deswegen ärgere dich nicht, wenn es nicht hundertprozentig passt. Das ist in Ordnung, so wie es ist. Noch eine Sache. Dekor kann man stretchen. Wenn man es mit einem Heißluftföhn oder mit einem Föhn an sich warm macht, dann kann man so ein bisschen ziehen. Problematisch wird es bei Dekor immer deshalb, weil das Material so stark ist, dass wenn es erkaltet, sich wieder zurück in die, so ein bisschen zumindest, zurück in die Ursprungsform zieht. Das bringt mit sich, dass die äußeren Kanten, wenn man es zu weit gestretched hat, dann so Fäden ziehen und das Dekor am Ende scheiße aussieht, beziehungsweise diese Klebereste, die da sind, wo das Dekor vorher war, wenn es sich so ein bisschen zusammengezogen hat, halt am Ende irgendwie so schwarze Ränder ziehen oder so, das sieht irgendwie kacke aus. Also, Tipp Nummer 2. Stretch das Dekor nicht zu sehr, falls es nicht hundertprozentig passt. Also nimm dir deine Zeit und stretch das Dekor nicht so stark. In der Regel ist es so, dass die Kunststoffteile so nach 5 bis 10 Minuten relativ kalt sind. Mach's nochmal warm, nimm dir die Zeit. Am Ende wird das Ergebnis gut aussehen. Ich hoffe, dass ich mit meinen kosmetischen Arbeiten euch ein bisschen weiterhelfen konnte. Falls ihr noch Fragen habt zu den Dekoren an sich und wo man sowas am besten bestellt oder wie man es am besten verklebt, was für Materialien ich benutze, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ich versuche alles Mögliche an Teilen zu verlinken unten drin, also die Plastikteile und wo ich sie her habe und so. Steht alles unten in der Kommentarbox. Noch was, und zwar habe ich mich noch nicht so richtig entschieden, was ich bauen möchte. Also ich will eigentlich wirklich einen Supermoto-Kotflügel vorne haben, weil alles andere irgendwie doof aus. Und ich bin auch noch nicht so hundertprozentig sicher, welche Lampenmaske ich nehme. Ich werde sehr wahrscheinlich die ganz neue nicht nehmen. Die passt irgendwie nicht so richtig, gefällt mir nicht so, passt alles nicht so zusammen. Sehr wahrscheinlich werde ich mich für einen schwarzen Supermoto-Kotflügel entscheiden von der SMCR. Falls ihr da sowas rumzuliegen habt, schreibt es in die Kommentare, so ein Ding brauche ich noch. Ansonsten glaube ich, dass ich, ohne genau zu wissen, mich wahrscheinlich für die zweite Lampenmaske entscheide, nämlich die zwischen 13 und 16. Die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut und ich glaube, dass die auch mit dem Supermoto-Kotflügel zusammen wirklich gut aussehen kann. Das sollte auch schon von heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Nächste Woche jetzt weiter mit... Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, dass ich will den Auspuff noch polieren und den Krümmer polieren. Dann muss der Hilfsrahmen und die Stuntbar lackiert werden. Ich hoffe, dass ich vielleicht bis nächste Woche so ja meinen Rahmen schon wieder da habe. Dann können wir ein komplettes Lackiervideo machen. Aber so ein... Ich denke, dass es ein Lackiervideo wird. Und wenn es kein Lackiervideo wird, dann kann sein, dass es ein Motorvideo wird. Denn heute, also jetzt, ist jetzt früher Morgen, heute Nachmittag fahre ich zu KTM, hole meinen Kolben ab und bringe den Zylinder mit dem neuen Kolben zu P-Chuck Mototech, um dort halt alles fertig machen zu können. Und dann kann ich den Motor wieder zusammenbauen. Also kann auch sein, dass ich nächste Woche das Motorvideo mache. Entscheide ich noch. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt und auf diesem Kanal so schön vertreten seid. Allesamt drückt unten den Abonnieren-Button, dann werdet ihr kein Video mehr verpassen. Und ich hoffe, dass ihr in nächster Woche wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal.